Also wir sind übrigens schon auf Sendung seit 10 Uhr, ja, und ab 11 Uhr, dann ganz normal der Doppelpass. Und jetzt geht der Geräuschpegel noch mal ein bisschen hoch, denn ich freue mich sehr, auch Sie zu begrüßen. Sie ist ja mittlerweile liebgewordenes Mitglied hier in der Dopa-Familie. Guten Morgen, Katharina Kleinfeld. Wir schauen auf das Topspiel. Das sind die neuen Realitäten. Das ist der neue Bundesliga-Gipfel. Der heißt nicht mehr Bayern gegen Dortmund, sondern der heißt Bayern gegen Leipzig. Die Dortmunder haben die letzten 10 Spiele nicht gewonnen gegen Bayern. So, jetzt will ich mal kurz zu Katharina geben, weil viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben gesagt, haben wir doch gerade gesehen, da hat jemand einen Elfmeter verwandelt und es sitzt er jetzt hier im Publikum oder was? Katharina, du hast irgendwie auch einen Wahnsinn, Doppelgänger oder ich weiß nicht, vielleicht ist es das Original. Prüf mal, ob das nicht da hinten Harry Kane ist. Wir gucken mal. Also Ihnen, liebe Zuschauer, ist es vielleicht auch schon zu Hause aufgefallen. Harry Kane bei uns hier beim Doppelpass im Studio, der aber eigentlich Steffen heißt. Einen wunderschönen guten Tag. Ich werde wahrscheinlich nicht der Erste sein und Flo auch nicht, den dieser, wie soll ich sagen, das Aussehen auffällt als Doppelgänger. Wie oft wurden Sie schon darauf angesprochen? Ich höre das tatsächlich seit 10 Jahren. Okay. Es gibt dazu auch ein sehr schönes Foto von vergangener Woche, als die Bayern auf der Wiesn waren. Da gab es dann tatsächlich das Treffen mit dem Original. Also, da sieht man nochmal, wie sehr die Ähnlichkeit tatsächlich dann auffällt. Zu welchen Situationen hat das denn schon geführt? Und Autogramme gebe ich natürlich dann mit Steffen. Also, und ja. Sehr gut. Jetzt müssen Sie uns noch verraten, wenn Sie so nah rangekommen sind an Harry Kane, ja. Wie war es dann endlich, ihn auch zu treffen? Oder haben Sie ihn schon öfter getroffen? Nein, das nicht. Und haben gehofft, dass wir ihn da treffen können. Und ich hatte noch ein kleines Geschenk und so konnte ich ihn anlocken. Und lieben Gruß an den FC Bayern und die Presseabteilung. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Steffen, vielen Dank für den Besuch. Schön, Sie hier zu haben. Jetzt wissen wir auch, wie das Double von Harry Kane aussieht. So, das ist aber momentan nicht die einzige Personalie, die dauerhaft interessant ist. Nein, Jerome Boateng, es wurde gerade schon angerissen in der Runde und die Bayern, die haben zusätzlich dazu, dass wir ja die Info haben, dass er heute an der Sebener Straße schon mittrainiert mit den Reservisten, auch in den nächsten Tagen mittrainieren soll. Also das haben die Bayern dann jetzt tatsächlich auch offiziell rausgegeben. Das heißt noch nichts Offizielles, aber zumindest ist er mal Trainingsgast beim FC Bayern München. Der Mann, der viele Erfolge gefeiert hat mit dem Rekordmeister 13 und 20. Sich ja auch jeweils das Triple geholt hat, allerdings in der Zwischenzeit auch verurteilt wurde wegen Körperverletzung. Dieses Urteil wurde jetzt im September zurückgenommen und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was kann denn dieser 35-Jährige, der seit 4 Monaten übrigens kein Spiel mehr absolviert hat, Anfang Juni hat er das letzte mit Lyon bestritten und jetzt auch kein Mannschaftstraining mehr absolviert hat, was kann der eigentlich dem FC Bayern München jetzt bringen? Das gebe ich mal in die Runde. Wir haben das in der Frage der Woche auch mal Ihnen rübergereicht und Katharina kann uns jetzt mal erzählen, wie da so das Stimmungsbild ist. Relativ eindeutig, um ehrlich zu sein, im Vergleich zu anderen Fragen, die wir schon aufgebracht haben. 70% von Ihnen sagen nämlich, ja, da kommt zusammen, was zusammen gehört. Schauen Sie mal, das war unsere Frage und da konnten Sie, wie gesagt, abstimmen. Und nur 30% sagen, nein, davon nehmen wir erstmal Abstand, beziehungsweise sollte der FC Bayern München auch Abstand nehmen. Und genau das spiegelt sich dann auch in den Posts von Ihnen wieder. Ich habe fertig. Dann hören wir mal rein, was Sie beim Dopafon dazu noch gesagt haben. Ich bin der Meinung, dass der FC Bayern von Eberl Abstand nehmen sollte. Eberl ist sehr wankelmütig und in seinen Aussagen nicht beständig. Passt perfekt, lieber Flo, passt perfekt. Wir fangen tatsächlich ganz hinten an. Alexander Nübel, um den geht es nämlich jetzt. Wir haben nämlich die weiße Weste des Monats September beziehungsweise die weißen Westen zusammengetragen. Und Schöner Wohnen Polarweiß spendet da ja immer pro weißer Weste 50 Euro. Bedeutet im Fall von Alexander Nübel für den September 2. Insgesamt führt er dieses Ranking zusammen mit Blaswig und Trapp mit 3 weißen Westen.
besten in dieser Bundesliga-Saison an. 14 waren es insgesamt. Wie gesagt, im September heißt 700 Euro sind da zusammengekommen für den guten Zweck für das Phrasenschwein. Wir bleiben aber ein bisschen sportlich. Wir sind ja gerade beim VfB Stuttgart. Alexander Nübel für ein Jahr ausgeliehen vom FC Bayern München. Angeblich ohne Kaufoption. Aber wenn der so performt und natürlich den VfB Stuttgart da auch so weit vorne hält, im wahrsten Sinne des Wortes, mit seinen Händen, dann stellt sich natürlich die Frage, beziehungsweise drängt sich auf, kann man da nicht doch irgendwie was machen? Wie sieht's aus? Wir gehen zurück in die Runde. Katharina ist jetzt zunächst dran. Ich habe ja gesagt, 1. FC Köln ist ein Thema. Da gibt es eine Querverbindung, eine sehr intensive zwischen dem Trainer und Fabian Wohlgemuth. Absolut. Wir bleiben erstmal kurz sportlich und kommen dann zu dieser Querverbindung. Ja. Also diese 0-2 Niederlage, wir haben sie aus VfB-Sicht jetzt sehr viel diskutiert hier in der Runde. Jetzt gucken wir ein bisschen auf den FC. Ein Pünktchen ist es dann tatsächlich nur nach diesen 6 Spielen. Platz 16, nur 4 Tore erzielt. Weniger hat kein anderer Bundesligist bislang geschossen. Und der Trainer, ja, der muss sich natürlich jedes Mal äußern nach diesen Spielen. In diesem Fall, Steffen Baumgart, hat er sich zur Bundesliga-Tauglichkeit seines FCs geäußert. Fabian, Sie können das sicherlich noch mal ganz anders beschreiben. Sie kennen ihn sehr gut. Wenn Sie sein Gesicht lesen, wie brenzlig ist da die Situation tatsächlich? Beim Stahlwerk Doppelpass und Katharina ist mittlerweile bei uns in der Runde. Katharina, du hast einiges mitgebracht. Ja, einiges. Ich soll mich beeilen, habe ich gesagt, bekommen, denn wir sind richtig schön am Ende schon der Sendung. Aber noch nicht ganz. Also, wir haben noch etwas für Sie, die Szene des Spieltags. So, jetzt also die Spenden, die zusammengekommen sind. Und da dürfen Sie das Ganze gerne natürlich auch begleiten, mitklatschen. Jochen und Hendrik haben gespendet. Nochmal von Borussia Bautzen, bekannt für gute Jugendarbeit, der Sportverein SG DJK Rötter, 50 Euro. Melanie aus München und Bianca aus Köln, 20. Und Daniel Liesmark, nochmal 10. Das Ganze macht dann unterm Strich 230 Euro. Die Frauenfußball-Bundesliga, Flo, die wollen wir auch nicht vergessen. Morgen 19 Uhr geht's da los, die Bayern gegen den 1. FC Köln. Mensch, jetzt haben wir auch viel gehabt, ne? Absolut. Und bedanke mich bei der Runde heute. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Stefan, nochmal richtig aus dem Sattel gegangen. Hast du deine Körner? Ja, genau. Aufbewahrt. Wenn wir wollen, können wir noch anstoßen. Dankeschön, Fabian Wohlgemuth, für den Besuch hier. Viel Erfolg für den Rest der Saison beim VfB Stuttgart. Nächste Woche Kevin Prinz Boateng hier. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Montag mit Sport 1 und sage Tschüss, bis bald.